Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Heute streamt auch der Dr. Snone und wenn ihr auf multitwitch.tv geht, dann könnt ihr unter /Rotzkocher/Dr. Snone beide Streams gleichzeitig verfolgen. Er ist auf dem Haukenland 1710 Server und ich bin im ganz normalen Haukenland, wo ich heute noch ein paar von den Hotelzimmerchen weiterbauen werde. Vielleicht erstmal das Grundgerüst weiter und dann nachher gucken wir mal, ob wir denn da noch irgendwelche schicke Tapeten reinbekommen. Ich hatte ja überlegt, die ganze Sache dann mit Wolle von innen auszukleiden, dann in verschiedenen Farben, Orange, Magenta. Ich habe da ja noch so ein paar abgespacete Farben, beziehungsweise Schafe in Nordhauken, die dann auch die entsprechende Farbe haben. Den Mod habe ich immer noch nicht rausgeschmissen und es ist Nacht, ich sollte mich mal ins Bettchen legen. Dann gucken wir mal, Inventar ist wahrscheinlich noch voll gepropft mit irgendwelchen Sachen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas zu essen auf Tasche hatte. Ich meine nämlich, dass ich gestern meine letzten Eierbrote gegessen hatte und da auch mal ein bisschen für Nachschub sorgen sollte. Und wie ich mal wieder feststellen musste, Twitch ruckelt. Also auch Dr. Snone streamt über den Frankfurter Server und teilweise ist es echt krepelig. Was allerdings geholfen hat, muss ich sagen, das war einfach die Seite nochmal neu zu laden und dann lief der Stream auch flüssig, bis seiner dann irgendwann abgerissen ist, aus einem nicht so ganz ersichtlichen Grund. Halt hier gucken. Ach ja, ich hatte ja die Steak Sandwiches auf Tasche gepackt, genau. Dann hatte ich noch Licht und eine Menge Platz im Verhältnis zu sonst. Ja, würde ich sagen, könnten wir doch eigentlich mal zurück. Dr. Snone ist im Übrigen auch im Teamspeak. Und Cyrus auch, aber da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, was der macht. Hat er sich nicht zu geäußert. Wahrscheinlich ist er wieder in GTA unterwegs. Ja, ein paar Fackeln könnte ich dann noch setzen. An den Stellen, wo es dann nachher dunkel sein dürfte, an und für sich. Und diese ewigen Viecher, die da spawnen, das nervt dann doch ein bisschen auf Dauer, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, und hier hatte ich ja überlegt, vielleicht hinzugehen an den Vorhang. Das könnte ich mal eben ausprobieren. Weil ich meine, es ist ja auch Wolle. Ob man dann nicht eventuell, weil... Ja, man sieht es ja nicht so richtig. Ob man denn... Das geht nicht. Es geht wahrscheinlich nur in derselben Farbe. Das ist doof. Ja, wenn, dann müsste ich schon hier raus. Und dann werden wir hier mal munter ein paar Fackeln setzen. Die andere Seite auch direkt. Und sonst und überhaupt eigentlich auch. Achso, da hatte ich schon welche gesetzt. Ja gut, kann nicht schaden, wenn da noch mal ein paar mehr sind. Denn ständig diese Viecher. Das ganze Gegröle. Muss ja nicht sein. Ja, hier kann man nichts setzen. Und hier ist der Schnee zum Glück noch nicht weggeschmolzen. Die
die Chance hätte nämlich auch noch gut bestanden. Hallo? Ach, das geht nicht. Dann müssen wir sie halt hier hinsetzen. Dann will ich hoffen, dass da auch dann letztendlich keine Viecher mehr spawnen. Problem ist ja schon, dass sie innen drin spawnen. Guten Abend zusammen. Pinen. Guten Abend. Ja, was treibt ihr denn alle hier? On air. Ja, bin im GTA. Was ich prophezeit habe. Die neuen Sachen, das ist gut. Ja, soll wohl sein, ne? Hast du Hunde gesehen? Hast du Tiere gesehen? Hast du schon Hunde gesehen? Hunde? Nö. Hunde? Doch nicht. Täuschen. Ja, die Missionen sind cool, die du jetzt machen musst. Du musst ja echt erst Vorbereitungen treffen mit deinen Leuten. Ja, so Wagen klauen halt so wie in der Kampagne und dann nachher startst du halt die ganze Sache. Da hat jeder eine Rolle zu erfüllen. Ja. Mhm. Haben wir das nicht alle in unserem Leben? Wahrscheinlich redet er gerade von den Heists. Von den Banküberfällen und dergleichen, die man jetzt da neuerdings machen kann. Ich glaube, es hackt, ey. Ist ja direkt beschossen. Plimplam. Hier muss da noch eine Spinne. Nun gut, wollte sagen, habe ich ein Déjà-vu oder was ist da los? Aber den Flur hatten wir ja schon komplett mit, ja, ich sag mal, Teppichboden ausgelegt. Während wir hier... ja, quasi noch nicht mal angefangen hatten. Das ist auch gar nicht so, den einen oder anderen Stack müsste ich ja noch haben. So, das hasse ich jetzt davon. Hinterhältigkeiten hier. Kann ich nicht noch mehr Fackeln? Nee. Aber davon hat man noch mehr. Jetzt rennt da noch ein Enderman rum. Andy, geh weg. Du bist hier nicht willkommen. Bevor hier noch weitere Missverständnisse aufkommen, wird erstmal umgemacht. Wollen wir mal gucken? War denn da hinten nicht noch einen gescheiten Abschluss hinbekommen? Aber so wie ich das sehe, sieht das schon nicht schlecht aus. So, ja, ich hatte ja Lampskes gemacht. Dann können wir zumindest hier schon mal ein paar Lampen reinhängen in die Bude. Jetzt nicht wirklich viel heller geworden ist.
irgendwie ist es schon ein bisschen schade um den Labyrinthstein, aber ja gut. Ich sag mal, das, was ich hier so baue, ist ja auch alles eher Freestyle und vom Anfang her auch nicht immer unbedingt so direkt schon klar, was ich denn da hintrümmern will. Habe ich denn meine Axt habe ich, glaube ich, in der Spülmaschine. Kann das? Auch Katze. Meine Axt habe ich in der Spülmaschine. Mhm. Oh, redest du? Ja, geht ja. Oh, was ausgerannt. Krass. Katze erschreckt, rennt so voll vor nächste Auto kaputt. Habe ich noch nicht gesehen, ne? Aber gut Geld kannst du hier machen. Die neue Mission. Ich habe von den neuen Missionen noch nicht viel gesehen. 3 Stück oder so. Ja, teilweise muss ja auch schon echt hochgelevelt sein, damit du dann quasi die Planung übernehmen kannst, habe ich gehört. Ja, ach. Opans Level 12 oder so. Und du musst ein Apartment haben, Luxus-Apartment. Sowas, ja. Level 12 ist aber noch ein Boon. Eigentlich. Also rangmäßig. Aber ist auch teilweise nicht einfach. Weil dieser Banküberfall, den ich gestern gespielt habe, war geil. Da musst du erst ein Auto klauen, gepanzertes. Und dann die Bank ausspähen und so. Und ja, dann noch ein paar andere Vorbereitungen treffen. Und wenn es dann nachher losgeht, dann fährt einer den Wagen. Der andere knackt unterwegs schon mal irgendwie einen Computer über Wireless von der Bank. Da hat hinten die Tür irgendwie Access zu diesem, dass du da zu diesem Raum Access bekommst. Und der andere, ja, wenn das halt geschehen ist, dann gehst du halt mit beiden in die Bank rein, also mit zwei Mann in die Bank rein. Der eine steht Schmiere, hält vorne die Leute im Schach, weil sonst drücken die ja den Alarmknopf. Und der andere muss hinten halt den Schrank aufbohren. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Ja, und dann muss er entkommen. Und das ist gar nicht mal so... ohne. Oh, aber da kannst du auch mal Epkes 140.000 machen pro Mission. Also bei der Mission. Hi Chimichanga! Ja, hört sich ein bisschen nach Payday an. Ja. Ich habe sogar noch Payday 2 irgendwie bei Steam. Gab's irgendwie mal für Umme. Keine Ahnung. Ich habe selber nie gezockt. Ich habe es nur mal bei DZ gesehen. Der hatte das intensiv und reichhaltig gestreamt damals, als das rauskam. Jetzt ah, mal, ich lasse das Update mal runter. Kosten. Ja, mach das mal, das ist cool. Würde. Warte mal, vielleicht wäre da. Könnte vielleicht etwas dauern. Welches? 1,2 oh. Gig. 0,3. Immer smart scheißen wollen, aber nichts wissen. Ja, das ist die Nachkommastelle, die macht das jetzt. Ja. Auf den neuen Konsolen sind es über 5 Gig. Nein. Eieiei. Wahrscheinlich sind es 1236 MB oder so, also 1,3 GB. Haarspaltereien. Aber ja gut. Wenn man sonst im Leben nichts hat, kann man sich wenigstens die Haare spalten. Denn noch? Jo. Fichtenholz. Ich brauche eine Axt. Da führt kein Weg dran vorbei. So, schon mal die Glotze gehockt. So ist fein. Oder hast du die Blase schon ins Bett gestopft? Ja, ist gerade am Andocken.
Druckbetankung. Ja. Komm, Junge, verbind mit dem Internet. Weil ich nicht immer angehabt. Ich hoffe mal, das ist mit meiner Router-Konfiguration alles gut. Aber das Ding ist angeschlossen. Was schlabert der? Bleib liegen. Kommen die alle her? Ein Ethernet-Kabel angeschlossen. Schwer. Braxton hat am ersten Tag, wo das Update rauskam, versucht down zu laden. 15 Stunden hat er da drauf gewartet, auf die lausigen 1.3. Don't play on Patch Day. Wie auch gesagt, hatte 2-3 Tage, alles gut. Ja, Tag später ging schon, also ich habe 10 Minuten gebraucht oder so. Da war aber trotzdem noch viel los. Mal gucken, ob ich nicht irgendwie hier über die Verbindung. Ja, ich bin ja noch mal gespannt, ob denn... Was war das denn jetzt? Ob denn GTA 5 jemals für PC erscheinen wird? Ratlos. Weil ich jetzt echt gut finde, das ist diese Drive-By-Shooting-Steuerung, dass du jetzt auch zielen und schießen kannst, nicht nur schießen. Bist du erwähnt? Munitionsverschwendung hoch 10 sonst. Natürlich elementar. Genau. Ja, noch mehr. Jedes Kügelchen aufsparen. Bette El Stupido. Der sitzt wahrscheinlich hier im Wagen, ne? Wow. Da. Sein Freund und Helfer. Außer ein Ferguson, wenn man schwarz ist. Dann gehen wir gleich am besten in den privaten Raum, ne? Ohne den ganzen Deppen. Dann können wir die Mission mal so schön in Ruhe, ohne Gehetze, weil die sind nur am Hetzen, die Leute, wa? Das ist grausam. Ja, das Internet. Unendliche Dummheit. Ja, echt ganz schlimm. Dann kriegst du tausende Einladungen zu den neuen Missionen, steigst in einer ein, dann wartest du, brauchst nur einen Spieler, um dann beizutreten und einer kann es dann wieder nicht abwarten und geht dann raus, ne? Boah. Unfassbar, ey. Lass mal die Playsee updaten. Mann. Ein paar Wochen nicht online, schon hast du wieder stundenlang Update-Arbeit. Ja, sollte ja bei dir nicht allzu lang dauern. Jetzt über Wi-Fi drin, aber es sollte einfach kein Problem. Ach komm. Die Mission kenne ich gar nicht. Sind auch neue Missionen anscheinend dabei, ja. Ich habe die nämlich nicht gesehen auf Anhieb. Die werden halt in der Liste wohl noch nicht angezeigt. Oh. Die Mission kenne ich nicht. Rette El Stupido. Irgend so ein Typen da, so ein Mafiosi von so einer Farm retten. Kleiner Italiener. Wir fahren mal über die Bahngleise, ist glaube ich sicherer. Mit dem Auto über die Bahngleise, was könnte schon schief gehen? Ja, ist beim Fahren. Kannst auch viel besser fahren und zielen, weißt du das, wenn du jetzt diese Drive-By-Shooting benutzt. Ist schon ganz gut. Switch. Ah, cool. Wollte gerade sagen, kannst du viel besser fahren, wenn du auf Schienen fährst. No. MC Airport. Mal gucken, weil das letzte Zimmer müsste dann etwas größer sein.
wären dann. Und wir sind alle her. Suiten, vielleicht Schande. Mit Pool oder so. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee, das hatte ich ja damals im Zirkus auch so. Aber wir verlassen dann mal die Schienen. Ein bisschen zu heiß hier. Den Schienen ist zu heiß. Ja. Schon heiß. Mit dem Auto auf Schienen fahren, was könnte schon schief gehen? Super Sache. Scheiße. Da konnte man kurz den quengelnden Spross im Hintergrund hören. Wollt gerade Spaß helfen. Ah, toll. Übel. So kann das gehen. Ja, und jetzt haben wir keine Scheibchen mehr. Birke. Hm? Wie gesagt. Ah, oh, fuck. Das ist ein wunderschöner Typen, Frauenname. Meine Frau Birke. Darf ich vorstellen, das ist Birke. Not too much, not enough shaky for him. Und dann am besten Baum mit Nachnamen oder so. Also der Sleep ist noch nach der Fliege. Was ist das? So? Weiter gehen. Oh, ist gut. Wenn ihr meine Gedanken lesen könntet, aber zum Glück okay, könnt ihr das nicht. Ist vielleicht auch besser. I have a few millimeters before the rope goes out. Ziemlich. That will work. Spontan an ein Lied von AdN2X denken. Plug me in. So, das ist der maximum angle. Hat eigentlich einen anderen Hintergrund, das Lied. Normally aber... some hook with another turn. Na. So. Gesagt, ich sollte mir meine Axt holen. Halt die Brust nicht auf Kopf, dann wird die Milch sauer. Mhm. Sag ich doch. Plug me in. Ja. Im Übrigen ein Wunder, dass dieses Video bei YouTube noch überhaupt zu finden ist. Könnt ihr euch ja mal angucken. Tipp ist nicht von mir. Keine Deckung. Alter, du online kommst, ich brauch Deckung. Jo, 32% Installation. Menschliches Schutzschild. Oh, er muss gedeckt werden. Ach, lüg dich. Wir alle sterben. Mach mal 45, jo. Das sollte passen. Ich glaube, so viele Türen werden wir hier nicht mehr bauen. Apropos Türen. Wie viele Türen brauchen wir denn dann nachher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 14, 16, wer bietet mehr? Die Installation ist langsamer als das Runterladen, unglaublich. Das sind Zeiten, in denen wir leben. Mhm. Crazy. Hightech, Lowlife. Ich kann da immer nur wieder William Gibson zitieren. Ja, auch richtig. In Plazy kann man keine SSD einbauen oder sowas, ne? Nicht mehr. Warum sollte das nicht funktionieren?
Weiß ich nicht. Das ist eine Standard-HD? Sollte. Bei der 3, glaube ich, ja. Was sie bei der 4 eingebaut haben, weiß ich zum Beispiel nicht. Toaster. Hör doch mal was. Toaster. Oh nein, ich will nicht sterben. Ach, Falla, ich habe mir heute für den MX-5 mal ein paar Turbo-Kits angesehen. Kannst du bis auf 450 PS hochfahren? Damit? Oh, unter einer Tonne, was wie geil das ist. Nur Hackentrick. Brauchst du regelmäßig neue Reifen. Ja. Bisschen wie ein Armin, weißt du. Die kosten ja auch nichts. Die kosten nichts, ne? Apro 9. Oder geht tatsächlich noch für die Karre. Was hast du denn für Pellen drauf? Problem mit Traumkraft gehoben. Dann 19 Zoll. Oh ja, nö, die kosten nix. Oh. Oder du nimmst die Yankang, dann bist du mit dem Fuffi dabei oder so. Ja, genau. Interessiert irgendwie keinen Mario. Was? Der Faller interessieren. Nee. Was? Traumkraft ist behoben, der Fehler, den ich gerade hatte. Da gab es ein Update für. Ich war irgendwie 10 Versionen zu spät. Atomkraft. Ja, ist das denn eigentlich 3 oder ist das schon 4? Das ist 4. Der Motherfucker hat zu mir gesagt. Das ja, jetzt kann ich nämlich auch anklicken, dann kriege ich direkt hier, ne? Was man davon machen muss, wie geht und hast du nicht gesehen. Die Dicke ist online. Basis-Stabkunde. Da wird ich fast 10 Kilo abgenommen. Das ist Stabkunde. Glaube ich nicht. So. Mit 10 Kilo bist du nicht dicker, bist du nicht dünner als ich. Leichter, aber ein bisschen dünner. Nee. Auch mit, du wirst auch mit 45 Kilo immer noch dick sein, Marco. Der Balsa-Dicke. Der Balsa-Dicke. Ah, da hab ich. Wollten sie echt mit der Popanzigen? Geht da nicht mit dem Motorrad? Ungefährlich. Ist nur eine Frage, ob das so mit den. Ne, es ist HMP online. Ja, noch 11 Minuten, sagt er. Also auch an 10 Minuten. Noch 10. Noch 10? 10 Minuten. Ist ja wie bei so Snatch, Schweine und Diamanten mit den Würstchen am Grill. Na, ein bisschen am Grill. Ach, bei den ja. Gypsies. Noch 5 Minuten, Türkisch. Also, Wie, vor 2 Minuten waren es noch 3 Minuten. Achso, in der Halle, mit der, vor dem Boden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, auf dem Motorrad kriege ich nie. Da müsste ich auch nochmal gucken. Jahre her. Genialer Streifen. Mit Boris the Blade. Das, was euch von mir unterscheidet, bei euch steht drauf Replika und bei mir Desert Eagle, Punkt 5.0. Danach direkt Lockstock and Two Smoking Barrels gucken. Na, kommt zum Papa. Ja, ein Film, den ich nur empfehlen kann. Sollte man mal gesehen haben. Snatch, oh, Schweine und Diamanten. Oh, gefährlich. Ja, gerade nochmal gut. Hier quasi ein Konkurrenzprodukt zu Kino Plus, was gerade bei Rocket Beans TV läuft mit Steven Gätchen. Ich kann zwar nicht mit Steven Gätchen zurück zum Club, kostet wohl 3.850 auf Euro. Warten, aber ihr habt ja mich. Probier, kriegst du die Leistung nicht, ne? Und einen rülpsenden Cyrus, der wirklich sämtliche TV-Prominenz aus Deutschland ersetzen kann. Bloß durch pure Anwesenheit.
ja Rocket Beans in den Ohren oder so ein Dreck. Ein Dreck! So, eher so an 250 PS oder so. Vielleicht auch schon. Was kostet dann der Spaß? 3850 Ocken. Ohne Einbau und ohne TÜV. Den muss man selbst machen. Den du wahrscheinlich mit dem Turbo-Kit nie bekommen wirst. Doch, doch, klar. Auszulassen. Das ist nämlich der Trick. Da kannst du mit dem Wagen zum Trackday, zum Rennen auf eigener Achse fahren und ohne Schäden zurück sein. Es sei denn, dir fliegt der Motor um die Ohren. Ja. Motor, ja. Kann durchaus passieren. Ja, sowas kann schon mal passieren. Deswegen, also bis auf 50 PS will ich auf keinen Fall gehen. Lächerlich. Aus 1,9 Liter, ne? Oh. Das Ding ganz schnell verschließen. Ja, kommt natürlich auch drauf an, was das Ding schon so auf dem Tacho hat, ne? Ja, knapp 140.000, aber man kann natürlich hingehen und den Motor reversieren, ne? Oder so. Ich den Motor nach Hohner, ne? Unter mir den und eben. Und Hohner macht das dann. Ja, Hohner macht das dann. Hohner macht das. Okay. Was mach ich? Ja, den Motor honen. Overhonen. 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 Neue Show. Auf Oversize 2 oder 3. Dann der zählt dann irgendeine Scheiße, obwohl ich gar keine Ahnung habe. Immer. Ja, so wie bei Pimp My Ride. Da habe ich ja jetzt auch letztens die tollsten Sachen von gehört. Das noch. Ganzen Ami-Autosendungen, die kannst du ja eine Tonne kloppen. Ja, das ist echt nur Verschandlung, was die da teilweise da. Ich frage mich, wo ja, die teilweise haben die war. Karren ein halbes Jahr behalten zum Umbauen. Was? Weißt du, dann geht das los, dann sagen sie, oh, wir brauchen einen neuen Big Block und dann sagen sie, oh, da müssen wir mal 1000 Dollar mehr einrechnen. Nee, da geht nicht. Ja, nee, aber die rechnen echt 1000 Dollar für einen Big Block, wa? Und das kann nicht sein. Ich habe mich mal umgeguckt. So eine, hier gibt ja diese LS3-Maschinen in Amiland, so aus der Box, weißt du, fertige Maschinen, Turnkey nennen die sich. Ja, lauffertig nur zum einen einbauen. Du kannst ja fast bei den Ami-Karren, kannst ja Plug and Play, da passt ja auch ein Chevy in den GM und umgekehrt, aber Chevy ist so wie GM, ne? Aber was hatte ich mal? Ford in Chevy und ja, ja, klar, das ist nicht kompatibel. Ja, und da kostet, also wenn da gibt es ab 350 PS und hoch bis 500, 600 PS. Ne? Da kannst du auch einen V8 in deinen Whirlpool Refrigerator einbauen, das ist kompatibel. Es gibt keinen Scheiß, es gibt einen Umbausatz ja für den MX-5 zum 8-Zylinder. Ich dachte zum Kühlschrank. Ja, das ist noch besser. Ja, ist nicht so gefährlich. Aber weil ich mal sein MX-5-Auto in einen Kühlschrank. Der Motor schwerer als der Rest vom Auto. Dann bleibt er aber wenigstens vorne auf der Straße, wenn du hinten Vollgas durchdrückst. Ja, aber ich hatte leider Heckantrieb. Ja, sag ich ja. Dann bleibt er wenigstens vorne auf der Straße, wenn du durchdrückst und hinten die Reifen durchdrehen. Genau, alles hinten rauf und brauchst du kein Stützrädchen. Eine Rollbar? Bei den Dragsters oder was? Ja. Noch drei. Lahmarschig dein 3 Jahre. Qualitatives Internet. Ja, für 1,3 GB ist das schon echt lange. Ja, ich bin normalerweise schon. Ja, da liegt, dann die, da liegt dann die Server da. Das ist nur auch ein Teil, ne? Rationieren. Hier wegmachen. Durchrichtig. Da wegmachen. Und hier wegmachen. Nur Annegret kriegt Mayonnaise. Ich habe von Peter heute noch gar nichts gehört. Ist der jetzt eigentlich im Land oder nicht? Keine Ahnung. Hühnchen hängen. Ich habe schon ein paar Mal angerufen. Aber irgendwie nichts. Vielleicht hat er dich auch ein paar Mal ignoriert, das weiß man ja nicht. Ich hatte auch ein paar Mal über geschlafen. Das weiß man bei Peter auch nicht. Da ist ja soweit. Ist wieder soweit. Ja, liegt dran, wie viel er nachts gezecht hat, ne?
Obwohl, ja, komm ich noch nach. Ja, immer schön Hopfentee und dann ins Bettchen oder so. Ja, nicht nur Hopfentee, das ist meistens ja Weinchen. Obwohl letzter Zeit, jetzt habe ich ihn ja auf den Trichter gebracht, dass das gar nicht so schlecht ist mit dem Schnappes. Hoffentlich übertreibt das nicht. Kennt ja Peter. Peter. Ey, gegen Grippe hilft nur Alkohol. In rauen Mengen. Dann kann er mir noch so tausendmal erklären, da von wegen Alkohol tötet alles im Körper ab. Oh, ja, ja, das stimmt ja auch. Ja, das alles. Tötet deinen Körper ab. Das tötet deinen Körper ab, ganz genau. Wenn du mal tot bist, dann lebt da nichts mehr. Noch nicht mal die Grippe. Ja. Man muss den Grund und Boden entziehen. Ja, genau. Und warum nicht dazu die eigene Substanz zerstören? Die Griechen, die werden jetzt ja auch immer unverschämter, ne? Jetzt machen die das echt wahr mit diesen NS-Geldforderungen. Von wegen, ja, ihr schuldet uns ja noch genauso viel, wie wir euch schulden. Haben wir 89 schön abgeblockt, das wird nicht passieren. Ach, die sind doch wohl wahnsinnig, ey. Und dann was sagt der Finanzminister so irgendwie von wegen, wir genießen nicht mehr das Vertrauen der Deutschen, und Schäuble sagte nur, ja, das habt ihr auch nie gehabt. Haben sich sofort wieder aufgeregt. Weißt du, es sind nicht nur die Deutschen, die sich nur den Kopf schütteln über die Griechen, das ist ganz Europa. Ja, klar. Als die Deutschen letztens schon gesagt haben, hier, lass uns doch noch ein bisschen Geld rüber schaufeln, dann haben andere auch gesagt, ne, immer. Seid ihr bescheuert? Ey, wir sind doch sowieso bescheuert. Also, die drohen uns hier, dieser Finanzminister von Griechenland und dieser andere Fritze da, und haben nur irgendwie irgendwelche Tricks auf Lager, uns die Kohle aus. Die sehen ihre Fälle wegschwimmen. Die haben da den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen, weißt du, und kriegen das einfach nicht gebacken. Nee, und das so die letzten Strohhalme, die sie noch haben, so die Leute jetzt anklacken, ne, und gucken, dass sie noch irgendwo Geld rausschachern können. Ne? Sonst wird nämlich da wahrscheinlich noch vom Mob gelüncht oder so, weil die nämlich leeren Versprechungen da das Land mal weiter runtergezogen haben. Die haben ja jahrelang ihr eigenes Volk da angelogen, ne? Sollen wir hier die ganzen Superräder, die Superreichen, sollen sie mal zu die besteuern, bieten, ja. Ne? Aber dann ist ja ganz ruckzuck ausgeworden. Darum dreht sich doch eigentlich alles in der Welt. Weißt du, die Reichen, die werden immer reicher und die Ärmen werden immer armer. Das ist doch für welches Land ist denn noch für sein eigenes Volk gut? Gibt's doch gar nicht mehr, ey. Das ist doch alles ein Witz. Heute wird das Geld nur noch. Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Phrasen. Immer Phrasen. War noch nicht fertig. Jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Ja, da würde ich auch einen ganzen Tag weinen. Ja. Hören Sie lieber ein wenig Kindergeschrei. Ich dann, die Wagenknecht, weißt du, die fand ich ja eigentlich gar nicht schlecht, diese Wagenknecht. Und dann sagt die wirklich vor der Öffentlichkeit, ja, ich kann die Griechen verstehen wegen dieser Forderung. Was? Shut the fuck up. Also vor ein paar Monaten oder vor einem Monat oder so hieß es noch, ja, hier diese zwei griechischen Politiker, die da meinten, ach, lass die Deutschen sich mal aufregen, die schicken uns das Geld ja sowieso. Und alle haben sich wegen dieser Aussage so aufgeregt. Und was machen die Deutschen? Die schicken denen weiterhin Geld. Ja, warum? Ist ja auch klar, wenn sie jetzt kein Geld mehr schicken würden, dann wäre ja der Traum von Europa, der tolle Traum, an den sie so krampfhaft festhalten, gestorben. Ist das sowieso zum Scheitern verurteilt? Europa. Popa, ja. So, haben wir da erstmal für Ruhe gesagt. Es ist auch wieder Nacht. Wie schön. So, ich bin ja mal weg. Ja. Ja, endlich. Ja, gut voll. Du hast die ganze Zeit so viel geredet. Ja. Wenn ich mal Luft hole. Boah, endlich können wir auch mal was sagen. Ja, Riesen, viel Spaß bei der Arbeit, ne? Ja. Tu nicht zu bei den Gags in Holland. Ja. Kürzlich kann sich ja morgen mal melden wegen der Karte. Wegen der Abenteuerkarte. Ne, will ich nicht tun, Mario. Das ist böse. Will ich mir nochmal gut überlegen. Ja, wieso? Ich muss nur die Minecraft-Version umstellen, das alles.
Naja, da würde ich mir mal gut überlegen, ob ich das tun will. Mhm. Ne, Marco, würde ich gut überlegen. Könnt ja beide mitspielen. Kannst du mir am Arsch lenken. Das liegt dran, ich habe letztes Mal auch Spaß bei der Abenteuerklasse gehabt. Was spielen wir denn? Minesia. Nee. Heißt das Ding. Kann das Ding was? Dagegen. Ich meine, die meisten haben ich habe keine Ahnung. Dreck laufen denn vorne. Ja, ein echt Dreck. Ja, das Problem ist, man muss erstmal einen finden, weil man weiß ja vorher nicht, ob die gut ist. Oder weißt du, was das Abenteuer an den meisten Abenteuer-Maps ist? Das Installieren und zum Laufen. Das ist teilweise richtig. Und das eigentliche Abenteuer ist, dass wir die Karte nicht kaputt machen. Ja, das ist auch ein Abenteuer. Macht doch aber so einen Spaß. Leute, ja, das macht echt Spaß, sich irgendwo durchkloppen, so dass das ganze Game keinen Sinn mehr macht. Oh. Mhm. Und das, weißt du, da würde mir zum Spielen ja noch nicht mal mehr Spaß machen, geschweige denn noch zum Zugucken. Trotzdem kommen die Leute immer wieder. Ja, 5 Stück. Das sind ja auch meistens nur wir, die jetzt zugucken letzte Zeit. Ja, wenigstens haben wir unseren Spaß da dran. Nee, hab ich nicht. So, tschüss. Geh dann nur zum Hassen rein. Ja, jo. Du hast ja nichts Spaß. Tschüss. Ich hab an vielen Spaß. Du hast an nichts Spaß. Warum bist du auch auf ein Spiel festgefahren oder auf 2? Uralte Kamellen. Ruhig, Brona. Noch 4 Minuten. Ja, hab ich auch keine Zeit. Ah ja, Marco, bist du, wie viel Prozent bist du? 79. Kann sein, genau. Dass das jetzt so bleibt. Da musst du abbrechen und dann nochmal machen, aber dann geht das ganz schnell. Hat ich nämlich auch, ja. Da wird dann immer mehr von der Zeit und nichts tut sich mehr, ne, vom Stand. Ja, von 78 auf 79 in so 5 Minuten, eine Minute. Ja, das geht schneller, wenn du das abbrichst. Das habe ich auch gemacht. Ich habe zweimal, also einmal abgebrochen und dann nochmal laufen lassen. Ah, geht da noch. So lang noch läuft. Ja, bleib mal Lope. Also, aber ich glaube, ich muss schon jetzt sofort fertig. Jetzt echt? Nee, ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Stunde gebraucht oder zwei, dann vielleicht, ja. Also lang noch nicht. Lass überhaupt noch wach, ey. Ja, haben wir jetzt verstehen. Und da hinten wollte. Ach, Schuh. Verstehen die doch. Hier wollte ich auch noch welche setzen. Tivoli ist jetzt offline. Wer ist offline? Tivoli 2009. So. Da nicht so ein Typ aus GTA. Kann sein. Da war so viele Leute in der Liste, ich weiß gar nicht, wer da ist. Ich will wohl doch nicht mehr studieren gehen, so wie es aussieht, weil meine Firma hat dann ja abgeraten. Bist du alt? Nö, die sagen, oh, wenn du bei uns bleibst, dann brauchst du den Wisch nicht, wir machen dich zum leitenden Projektingenieur. Zum leitenden Papst? Haben richtig Kohle angeboten dafür. Ich sagen, ich möchte den Rang eines Dicken haben. Ja, genau. Aber nur wenn ich den Rang eines Dicken. Das heißt, dicke Tasche voll Geld. Ja. Muss auch meine Vorgesetzten bewerten in so einem Gespräch und so. 5, 6, 6. Da stand dann auch drin so, mein Vorgesetzter motiviert mich angemessen. Ich sage, hast du zufällig einen Sack Geld unter dem Tisch? Das motiviert mich am besten. Hier sind mir viel zu viele Kinder, die sind alle böse. Böse Kinder. Kreischende Kinder. Wie habe ich denn hier gebaut?
Ja, vorhin haben da auch so ein paar Kinderjagd auf mich gemacht, weil ich ein Kopfgeld hatte von 5000 Tacken. Da kamen sie mir natürlich alle hinterher. Okay. Aber ich bin in eine Kanalisation, im U-Bahn-Schacht, in diesen U-Bahn-Tunnel gegangen. Und da sind sie mir alle von einer Seite hinterher gekommen. Da habe ich einfach nur alle paar Meter so eine Annäherungsmine gelegt. Die gibt's ja jetzt, Annäherung. Bam! Und dann hört sie. Voll auch rumzetern da. Konntest nichts mehr verstehen von dem ganzen Voice. Rannten die auch jedes Mal wieder da rein. Also manche sind echt dumm wie Bodenstroh. Also Tunnel kannst du ja gut mit dem Sniper wegballern. Ja, das stimmt. Und dann habe ich mir irgendwann, weil ich habe ja nicht so viele Auswege da aus dem Tunnel. Da musst du erstmal eine Stunde lang da gerade auslaufen durch die Röhre. Und dann habe ich Lester angerufen und meinen Fahndungs- beziehungsweise mich vom Radar haben verschwinden lassen. Dann hatte ich halt eine Minute Zeit, um mich dann irgendwie abzuseilen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich an dem Ausgang von dem Tunnel, wo ich rausgekommen bin, da habe ich mir gedacht, da kommen die wahrscheinlich jetzt zwangsläufig gleich auch irgendwann raus, habe ich da auch nochmal Sticky Bombs hingelegt. Das ist so lustig, den Annäherungsdingern. Du hörst in der Entfernung nur so, und dann über dem Voice, nee! Ich weiß nicht, ob ich das nicht mal zubaggern sollte. Die mit deinen scheiß Sticky Bombs, ich hab keinen Bock mehr! Wäre eigentlich mal eine Maßnahme. 81%. Wie viele Minuten? Ja, 5. Also, aber wenn es so weitergeht, dann ist das noch eine Stunde. Porten wir uns mal nach Hause. Oh, ich bin mit dem Motorrad in die Astgabel vom Baum gesprungen und häng da drin. Hoppala. Das wenn ist vorbildlich. Wenn das abbricht, musst du wieder die 81% nochmal nachladen wieder? Ja, aber das geht dann recht schnell, komischerweise. Bei mir nicht sehr schnell. Aber das war echt grausam. Ich habe da echt bei mir bis 83% bin ich, glaube ich, gekommen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, die Zeit, da war ich schon bei 10 Minuten. Dann habe ich mir gedacht, nee, komm, machst du nochmal neu. 10 Minuten. Verbindung zur Sitzung wurde durch einen unbekannten Netzwerkfehler unterbrochen. Bitte kehre zu Grandtheft Auto zurück und probiere später nochmal. What the fuck? Jetzt sag nicht, die haben Wartung oder so eine Scheiße. Ja, Donnerstagabend, obwohl. Ich bin fertig. Mein Land ist nicht. Aber ich hab da bestimmt noch irgendwie. Das ist schon später, dann später. Nein, das ist ein deutscher Server. Alle Angst weg. Alle Angst deutsche Server sind hier drauf. So eine hohle Goldangst. Kannst doch gar nichts anfangen. Tauge nix. Aber die kriegst du eben zuhauf im Twilight, also von daher. Nehmen wir das Drecksding einfach mal mit. Ja. Ja, online gibt's glaube ich gerade gar nicht, oder? Naja, lädt zumindest noch den Update jetzt runter. Gucken. Aber er lädt gerade noch nicht mehr. GTA Online wird betreten. Baum. Beta-Baum. Eigenarztig. Der gute Beta-Baum. Kaum hast du einen Baum gefällt, schon ist die Axt halb abgenutzt. Deswegen sage ich ja. Moonpits. Fängt auch noch an zu riechen, Scheiß. Doktor Snone, Doktor Snone, Doktor Snone, Snone. Der Kommissar Doktor Snone ist still. Ist Karl. Nicht mal ein Tutorial machen kann. So ein Minecraft-Tutorial. Für Boons quasi. Und da habe ich mir doch gedacht, das könnte ich doch mal machen. Komma.
am besten im nächsten 24-Stunden-Stream. Da kann man da mal intensiv drauf eingehen. Einzig, was an der PlayStation 3 ja echt ätzend ist, ne? Das Surfen im Internet. Ja, mit Surfen im Internet? Nein, ja, natürlich nicht, weil es so scheiße ist. Ja, das ist auch scheiße. Das ist sowas von grottig. Weil so wird noch beschissener ist mit meinem Fernseher. Echt? Ja, der kann ich auch. Oh, das ist also. Können, von Können ist gar keine Rede. Das ist ein, ja, ein relativ modernes Gerät. Ne? Da man, in der Lage, also man meint, die sind in der Lage, dann mal einen ordentlichen Browser. Ja, nachdem die solche Handys bauen, die es auch können, ne? Ja, eben. Ich bin hier nochmal weg. Mach mal eine Crew-Sitzung, ne? Boah, ich bin für 32%. Aber grundsätzlich die Idee mit dem Tutorial. Und jetzt auch viele neue Klamotten unter anderem. Mhm. Auch richtige Sturmhauben und so, diese affige Masken. Und Armeeklamotten. Könnte man, wie gesagt, Masken, ja, mal gut Masken, in ja. einem 24-Stunden-Stream erledigen. Mal so eine Art Neuanfang. Ich habe noch gar nicht alles gesehen. Also so schön bunt hier. Mhm. Neue Waffen gibt es auch natürlich. Natürlich. Alles neu. Nähere Informationen bezüglich des 24-Stunden-Streams folgen noch. Hab, die Garage da in, aber ihr könnt euch ja schon mal in der Wüste Ostern vormerken. Kannst du jetzt in Ruhe einsteigen? Hast du jetzt auch einen Planungsraum bei dir in der Hütte? Da kannst ja, du deinen Heist planen. Ja, ja, du konntest aber nie richtig begehen. Begehen schon, aber da sind gerade ja, die hatten ja eine Funktion gehabt. Ja, ja, richtig. Das war schon mal vorgesehen, die Funktion. Das hat schon mal vorher gekriegt, aber dann ist sowas. Ach, das mit dem Banküberfall mit zwei Mann und so. Da gibt es da so ein paar Missionen, die sind dann für zwei und dann meinst du zu viert. Ja, die sind schon echt cool, ne? Ey! Komm her, ich zieh dir die Schaufel über den Schädel. Marinierten Koteletts kannst du behalten. Ja, man muss sich Kohle verschaffen. Ich will nur einen AMG kaufen können. Da kannst du richtig schaufeln. Ich hab jetzt kurz gespielt gehabt und ich hab schon wieder über 500.000. Glaube ich. So. Jetzt. Mal schnell mal ausnutzen, bevor sie wieder balancieren. Nö, nö, da bleibt so. 531.000. Das sind ja die großen Jobs. Da kriegst du richtig Kohle für. Die anderen sind ja einfach Popans, sagen wir als. Obwohl du ja jetzt auch ein paar andere, wie gesagt, der hat eine Mission gespielt für Martin und die habe ich auch noch nie gehabt. War die dotiert? Hm? Die war die dotiert. Die dotiert. Die Kohle hast du für ihn gekriegt. 15.000, glaube ich. Wo bekommst du den Nobelpreis? Ah, ist jetzt nicht die Welt. Aber eine neue Mission spielen ist doch lustig. Enderman hat ein bisschen Stress, so wie das aussieht. Oh. Könnten wir nochmal zurückflitzen? Und nochmal ein paar Blümchen holen. Weil es schon etwas weiterer Weg ist. La, 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 la. Aber hier auf der 70%. Straße. Ja, da hatte ich hier eine Mission, das war auch flott. Cool dann. Diese vier Leute, einer ist als Gefangener verkleidet, der andere als Buschauffeur von der Polizei für den Gefangenenbus. Und dann musste ich hingehen, den terminmäßigen Bus ausschalten, beziehungsweise den Fahrer, den Bus klauen, den Bus verschwinden lassen am Flugplatz, währenddessen
fährt ein anderer Gefängnisbus von uns los mit den verkleideten Gefangenen und den Fake-Kopf da drin ins Gefängnis. Ja, und dann müssen wir da einen rausholen. Und der wird dann zum Flughafen gebracht und da landet dann halt einer, der dritte von uns, landet da mit von LS Airport startet der. Der fliegt dann mit einem kleinen Plane nach rüber nach zur Wüste zum Flugplatz. Der wartet da auf den Gefangenen, den wir geworden haben. Ich musste dann mit dem kleinen Hubschrauber den Flugzeugdeckung geben. Dann kamen dann ständig irgendwelche Kampfjets. Alter, das ist nicht so 100. Ich hätte gerne mal gesehen, wie das ist, wenn man da Gefangener ist. Weißt du, man kann den Leuten ja eine Rolle geben in der Mission. Das macht derjenige, der den Heist erstellt, sozusagen. Toter Zombie. Sein Eisen verloren. Faszinierend. Ja. Ja, geht aber schneller jetzt, ne? Also ich hab den Eindruck, dass das schneller ging als vorher. Hm. 70 jetzt läuft rückwärts. Eine Sekunde. Fahr schon mal zu deiner Hütte, glaube ich. Tja, voll. Hier irgendwo. Warst du nicht in dem Hochhaus in dem Weißen? Ja. Naja, geilste Hütte, würde ich jetzt nicht sagen. Plattenbau. Ja, Hütte. Plattenbau. Die Garage. Hab ich doch auch. Drei Stockwerke. Hab ich doch auch. Licht hier wohl. Hab ich da auch. So ein Bauten, wenn es schön. Ja. Das noch mal. Geh mal nach Los Santos Customs. Da ist das ja irgendwo in der Nähe, ne? Ja, irgendein Customs ist da, aber ist das Los Santos? Ja. Hm. Doch, Downtown. Regen. Nicht die besten Voraussetzungen für Gartenarbeit. Nee, Norden. Boing. Ja, Norden der Stadt. Uptown. Kurz vor hier, da war die Hilfe. Ja, Weinwurz. Ja, gut. 3 Kilometer entfernt. Oh, jetzt ist der Lien. Große Dor, oder? Irgendein große Dor, oder? So. Ja. Schick. Oh, was ist denn da los? Schlachtfest. Ja, oh, das heißt gar nichts Neues. Auch nur noch einmal in die Waffe. Ja, so, hier sind wir, glaube ich. Und einmal einsammeln, bitte. Dann siehst du natürlich von überall. Hier immer noch mal ja, so Motorrad, das ist so krass. Motorrad? Motorrad, ja. Da ist nur noch nicht was für welche. Ohne welchem Abstand. Da muss ich mir wirklich noch mal Gedanken zu machen. Keine Ahnung. Das werden wir aber noch sehen. Rauchverbot auf eine neue Mission. Ja, vorhin hatte ich mir ja noch angeguckt, wie die invertierten weißen Lampen bei Dr. Snow im 1710er Modpack aussehen. Hässlich. Zwei.
echt alles andere als schön. Kiddie, so. Also von ich daher, da müssen wir wohl nochmal ran, was die Texturen angeht. Voll gut. Und das da nochmal ein bisschen unseren Bedürfnissen angleichen. Ich möchte mal abschießen und sie möchte mal sehen, wie das so ist und so. Snake muss hier am Sack und so, bla bla bla. Und dann stand ich da so ein bisschen weiter weg und ich hab den dann gesehen, dass er so also eine Clownsmaske auf. Und ich hatte auch die Leuchtpistole. Da habe ich mich kurz im Voice hinwenden sollen. Wolltest du mal sehen, wie das ist? Ja, du bist abgeschossen, mein Freund. Total herrlich. Ich liebe es, da die Leute zu ärgern. Deine Kinder abballern. Ja. In Brand stecken. Kinder in Brand stecken. In Brand treten. Tja, so ist das. Hatte ich aber selber auch noch nie ausprobiert mit der Leuchtpistole. War ein lustiger Effekt. So, erstmal rein und aufwärmen. Dann kannst du, du hast ja aber so, ich habe einen aufgemacht. Ja, dann kannst du bei mir in der Crew nachher eintreten. Warum regnet es hier durch? Hier soll es nicht reinregnen. Dann fahren wir am besten zu meinem Gebäude rüber. Und da habe ich schon einen Heist, glaube ich, aktiviert. Heistigkeit. Im Vorbeigehen. Seid zur Heistigkeit bereit. So eine Hayabusa sein oder sowas. Warum sind denn hier nur zwei? Jeden. Es waren noch drei, meine ich. Pizu. So blöd finde, ist, dass die Tuning-Reifen für Motorräder Weißwandräder sind. Das sieht natürlich total klasse aus auf einer Rennmühle. Mhm. Ja, diese Ansprüche. Warten Sie, so was da der Unterschied sein soll. Mehr Haftung, ne? Noch nicht so nichts so gemerkt. Ich glaube, Schnee war auch voll. Ein neuer Screen beim Laden. Wie wäre es, der Kuppel mit der, der in die Bank überfällt? Ja. Nee, Blond. Ach, Lester. Der crazy Motherfucker. So, jetzt notieren wir das hier noch ein. Und dann würde ich mal sagen, werde ich den Stream für heute an dieser Stelle beenden. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr hattet zumindest ein ganz klein wenig Spaß bei dem, was ich hier mache. Wenn nicht, dann tut mir das leid. Aber wie gesagt, es gibt ja noch reichlich andere Kanäle hier bei Twitch, die gleichzeitig sind. Einschließlich der Mainstreaming Rocket Beans, so wie Cyrus ja sagt. Auf der anderen Seite werden wir morgen Abend, so wie es aussieht, endlich mal wieder eine Abenteuerkarte zocken. Vielleicht sogar mit mehr als zwei Leuten. Dr. Snone wird da seinen Server dahingehend entsprechend präparieren. Tut mir leid. Und ich werde dann zeitig versuchen, das Ding zu betreten, beziehungsweise da am Laufen zu halten. Und euch könnt ihr am besten auf dem Laufenden halten, wenn ihr mich hier bei Twitch followt oder bei YouTube unter youtube.com/rotzkocher abonniert, beziehungsweise mir bei Twitter unter @rotzkocher folgt, wo ihr in Erfahrung bringen könnt, wenn denn ein Livestream beginnt, ein Video veröffentlicht wird oder ich einfach nur irgendeinen Quatsch tweete oder retweete. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren kleinen Freitag und wenn ihr mögt, dann sehen wir noch bei irgend so Deutschen mitgespielt. Ja, dann sehen wir nicht noch, sondern sehen wir uns dann einen Deutscher morgen wieder. Und dann irgendwas. Macht's gut. Der eine hieß schon Zenan, also gehe ich davon aus, dass der Türke ist. Das heißt nichts. Oh, ganz schlimm. Und dann musste ich Hubschrauber fliegen und ich kannte die Mission nicht. Ganz schlimm. Und da musste er Hubschrauber fliegen. Ich keine Ahnung, wo ich hier muss. Hat keiner gesagt, dass die mal einen Wegpunkt setzen. Ich war die ganze Zeit voll unter Beschuss. Und der andere so, ja, nix, Alter, nix, Alter. Und dann blablabla.